Funkelnde Augen, herausgestreckte Zungen, diabolische Hörner. Sie sorgen für Schauer und Gänsehaut, die wildzotteligen Gestalten. Doch sie sind derart beliebt, dass sie aus dem steirischen Brauchtum nicht mehr wegzudenken sind. Die Krampusmasken. Wahre, gruselige Kunstwerke, die im Mürzzuschlag heuer Anfang November sogar auf der Tourismus-Mürzer-Messe ausgestellt und auch von Damen einmal Probe aufgesetzt wurden. Sich hinter martialischen Masken zu verstecken, ist ein traditionsreiches globales Phänomen der Volkskunst. Das Gebiet rund um Murau, das Ausseerland, aber auch das Mürztal galt einst als Zentrum dieses Kunsthandwerks, der Maskenschnitzerei. Und genau dieses Kunsthandwerk erlebt jetzt wieder eine Renaissance. Ein Mann hinter den Masken ist der Mürzzuschlager Gunther Aumann. Seit einigen Jahren gilt seine Passion der Maskenschnitzerei, ein Brauchtum mit langer Geschichte. Das hat eine Tradition und die Tradition pumpt jetzt mehr als wie je. Augenmaß und Fingerspitzengefühl braucht es, um aus einem einzigen Stück Zirben oder Kieferholz eine Maske herauszuarbeiten. Nach dem Rohschnitt mit der Motorsäge werden die ersten großen Konturen herausgemeißelt. Furchterregende Gesichtszüge, die den Obersteirer schon als Kind faszinierten, niemals aber erschreckt haben. Irgendwann haben wir uns einmal aus Autositzbezug selber so gewandelt gemacht, dass wir mitlaufen haben können, aber das war alles chaotisch organisiert und also gar nicht organisiert. Aber richtig gefürchtet habe ich mich, glaube ich, nicht. Der Zufall wollte es, dass der Eisenbahner über einen Pärtenverein seine Liebe zur Maskenschnitzerei entdeckte. Schnitzerkurse und die Begeisterung für dieses Brauchtum haben Gunther Aumann zu einem der begehrtesten heimischen Maskenschnitzer werden lassen. Das waren echte Ziegenbockhörner, aber für einen Kinderkopf nicht üblich unbedingt. Gell. Da schaut man eher, dass man kleine Hörner nimmt. Dann gibt es noch Varianten aus Polyurethan, großen, werden dann bemalen. Sehen aus wie echt. Von Plastik oder Kautschuk hält der Künstler nichts. Nur erlesene Materialien verarbeitet er in seinen Masken. Jede einzelne ein Unikat. Kunstwerke, die auch den berühmten Fotografen Klaus Bichler derart faszinieren sollten, dass er den Obersteirer in einem Buch verewigte und ihn damit auch in New York bekannt machte. 10 bis 15 Stunden ist der steirische Maskenschnitzer an einem Stück beschäftigt. Je nach Größe kostet eine Maske zwischen 200 und 500 Euro. Nach oben hin sind keine Grenzen gesetzt. Es gibt Bildhauer, die verkaufen die Masken bis zu 700, 800 Euro. Da kommt es natürlich wieder drauf an, auf die Hörner. Es gibt Hörner um 1500 Euro, also die Variante ist sehr groß. Gell? Und auch die Nachfrage boomt. Die Vereine werden immer mehr, Schnitzer werden mehr, Veranstaltungen werden mehr. Die Steiermark ist sicher ein Hochburg im alten Raum, was die Sachen betrifft.